Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video zeige ich dir, wo du den Safe-Schlüssel von Curtis finden kannst, um dadurch dann seinen Safe in Dead Island 2 öffnen zu können. Voraussetzung hierfür ist aber, dass du bereits die Hauptquest Kein Kopf-Zombie absolviert hast. Das liegt daran, dass du in dieser Quest auf eine neue Art von Zombie treffen wirst und genau diese Art lässt dann auch den Safe-Schlüssel fallen. Nachdem du an dieser Stelle angekommen bist, musst du jetzt nur noch Crystal besiegen und dir danach dann den Schlüssel schnappen. Und mit dieser Szene nähern wir uns auch schon langsam dem Ende des Videos. Solltest du dich für die restlichen Schlüsselfundorte für die Saves interessieren, schau gerne mal in die Playlist rein, welche jetzt unten links im Video eingeblendet ist. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!